professionell. Baustellenlampe haben wir auch drauf. Ja, Baustellenlampe ist das schlechteste Licht, was du machen kannst. Weil das kalt nicht ist, das ist zu kalt, du musst die Bilder alle nachbearbeiten. Und laut und raus. Untertitelung im Fernsehen. Ein Vertreter des Europäischen Gehörlosenverbandes, Mark Wheatley. Er wird uns kurz darstellen, wie die Sicht toll ist. Jetzt kommt langsam die Sonne raus. Prima! Ich arbeite beim Europäischen Gehörlosenbund. Und es geht um die Problematik der Untertitel. Das ist nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern auch in anderen Ländern. Und im Europäischen Parlament gab es eine Abstimmung, dass man gesagt hat, Untertitel muss es europaweit geben, in jedem Land. Ich persönlich komme aus England. Und in England ist die Situation eine ganz andere als hier in Deutschland. Da gibt es 100% Untertitel. Was aber wichtig ist, dass Talkshows oder Live-Sendungen wir auch verfolgen können, politische Sendungen. Weil wir sind auch Wähler. Wir wollen gleichberechtigten Zugang. Es geht um gleichberechtigten Zugang, um Informationen. Deutschland muss hier weiter voranschreiten und der Europäische Gehörlosenverband wird Deutschland unterstützen, damit die 100% bekommen. Es war ein tolles Gefühl, die Demonstration zu sehen, die ganzen Gehörlosen, Schwerhörigen und CI-Träger auf der Straße. Es ist ein tolles Gefühl. Wir wollen der Politik zeigen, dass wir 100% Untertitel brauchen. Hallo! Ich bin Vertreter der Deutschen Gesellschaft und arbeite mit Uli Haase, dem Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft, zusammen. Er lässt herzliche Grüße ausrichten. Uli Haase hat sich damit auseinandergesetzt, wie wir unser Recht umsetzen können im Gesetz, damit wir 100% Untertitel im deutschen Fernsehen haben. In diesem Rundfunkstaatsvertrag muss aufgenommen werden, dass wir ein Recht, dass wir die Möglichkeit haben, Untertitel zu bekommen im Fernsehen. Und hier soll es eine Vereinbarung geben, das stückweise zu steigern, denn in anderen Ländern gibt es das bereits. Andere Länder sind uns hier weit im Voraus. Erst mit dieser gesetzlichen Möglichkeit kommen wir... 100%! Ja, hallo erstmal. Meine Familie ist gehörlos, meine Kinder sind auch gehörlos. Meine Kinder sehen natürlich auch gern fern, zum Beispiel den Kinderkanal oder andere Kindersendungen, Super RTL. Und es gibt zum Beispiel auch eine Sendung, die heißt Wissen macht A. Und da gibt es, diese Sendung wird untertitelt, aber nur alle 2 Tage. Das heißt montags nicht, dienstags ja, donnerstags wieder nicht, freitags ja.
Essen. Kurt Beck überreichen. Der wird über solche Dinge wie Unterschriften. Bei allen, die dazu beigetragen haben, dass wir die 163.000 Unterschriften zusammenbekommen haben. Wir hatten nur etwa 3 Wochen Zeit, um diese Aktion zu starten. Alle, auch vor allen Dingen in den Landesverbänden der Gehörlosen, in den Ortsvereinen bis hin zum kleinsten Gehörlosenverein, muss sich weiterhin dafür stark machen, dass wir 100%ige Untertitelung einfordern. Das ist das Thema, das bei uns die allerhöchste Priorität hat. Und nur wenn wir immer wieder darauf hinweisen... 100% Untertitel! 13 Millionen schwerhöriger und ertraubter Menschen in Deutschland, von denen mindestens 6 Millionen auf Untertitelung von Fernsehsendungen angewiesen sind. Wenn unser Kölner Bürgermeister, Oberbürgermeister Fritz Schrömmer Barrierefreiheit für alle Menschen mit Handicap in Köln erreichen will, dann gehört für uns Hörgeschädigte eben auch die Untertitelung zu dieser Barrierefreiheit. Untertitel bedeuten für uns mehr Lebensqualität. Deshalb fordern wir 100% Untertitel jetzt! Okay, machen wir aus den 20% 30%, reicht das? Nein! Reichen 75%? 90%? Jetzt kommt unser Nachwuchs. Wir brauchen Untertitel auch, um die Bildung gehörloser Kinder voranzutreiben. Für uns alle ist es ganz wichtig, am Ball zu bleiben. Wir können und dürfen nicht aufgeben. Wir müssen weiter für unser Ziel kämpfen, für 100% Untertitel. Wir haben es gesehen, in England hat man dieses Ziel erreicht. Sie haben nicht aufgegeben, auch wir dürfen nicht aufgeben und für unser Ziel kämpfen. Der nächste Schritt wird sein, dass es eine Internet-Online-Petition gibt. Wir werden auf diesem Wege weiterhin Unterschriften sammeln und macht hier bitte alle nochmal mit. Wir müssen weiterhin Druck machen bei der Regierung. Erst mit diesem Druck wird man dann vielleicht etwas für uns tun und dagegen. Und wir brauchen auch 100% Untertitel.